Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Matthias Mühlichen zu Ihnen, Gemeindeleiter der Freien Christengemeinde in Teterow. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Dieser Text aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus enthält den Spruch für diese Woche. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie sich fragen, was denn die Lösung dafür sein kann, damit Völker und Volksgruppen nicht mehr gegeneinander sind. Es erscheint doch auf den ersten Blick völlig unverständlich, dass zum Beispiel Ukrainer und Russen gegeneinander sind. Es sind doch Brudervölker. Im Epheserbrief geht Paulus auf eine besondere Diskrepanz der damaligen frühen Christenheit ein. Diese bestand zwischen den Glaubenden aus dem jüdischen Volk und den Glaubenden aus anderen Nationen und Ethnien. Man betrachtete sich gegenseitig als fremde, geduldete Besucher des Glaubens. Man kam aus unterschiedlichen kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Hintergründen. Der eine Hintergrund war jüdisch. Aus diesem kam Jesus. Es gab nun Streit, ob die Glaubenden aus den anderen Völkern auch jüdisch werden sollten. Diese gegenseitigen Vorbehalte und Forderungen, das Misstrauen, der Argwohn, das ärgerte Paulus ungemein. Seine Antwort ist sehr deutlich. Egal, ob ich einen jüdischen oder anderen nationalen Hintergrund habe, wir sind durch Jesus gemeinsam gleichberechtigte Bewohner des einen Hauses Gottes. Diese Gleichberechtigung beruht auf der Vergebung aller Schuld. Und diese gilt für jeden Menschen. Denn Jesus ist ausnahmslos für jeden am Kreuz gestorben. Es heißt an anderer Stelle, dass der Schuldstein zerrissen ist. Das, was uns von Gott und damit auch untereinander trennte, ist nicht mehr gültig. Es gibt also auch keine Schuld mehr gegenseitig aufzurechnen. Wenn wir Vergebung für uns in Anspruch nehmen, dann auch für die anderen, vielleicht Andersartigen. Eins ist ohne das andere nicht zu haben, so beten wir es auch im Vaterunser. Gott verbindet die jeweils Andersartigen mit anderer Kultur, anderen gesellschaftlichen Formen und Hintergründen zu Gottes Hausgenossen, wie Luther es übersetzt hat. Wir sind einander nicht mehr fremd, sondern gehören zu einer Familie mit Gott als Vater und Jesus als dem Bruder, der uns zusammengebracht hat. Ich möchte ganz klar sagen, dass von Gottes Seite her jeder Krieg unnötig ist, weil die Schuld durch Jesus beseitigt ist. Vergebung ist die Voraussetzung, in deren Folge Prozesse der Heilung stattfinden können, im zwischenmenschlichen Bereich und auch zwischen Völkern. Ich bin überzeugt, dass wir Kirchen quasi als apostolische oder prophetische Instanz an dieser Stelle eine nicht leichte, aber wichtige Aufgabe und Berufung haben. Paulus sieht ein Bauwerk der verschiedensten Formen und Funktionen, bei dem Jesus als sogenannter Eckstein die Schlüsselfunktion zukommt, von der alles Gute ausgeht und die verbindend wirksam ist. Ich möchte Sie in diese Woche entlassen mit diesem Traum vom großen Bauwerk, einer Volksgemeinschaft beruhend auf Vergebung, wo die Begabungen der Völker und Ethnien zum gegenseitigen Guten zusammenwirken. Es ist Gottes Gedanke und unser Auftrag. Ein Traum und eine lohnenswerte Aufgabe, daran mitzuwirken. Im Kleinen, in den persönlichen Beziehungen bis hin zum Großen zwischen den Völkern und Ethnien. Gott helfe uns dazu. Amen. Ich bete, und Sie können das Gebet gern auf Ihre Situation und das, was Sie gerade bewegt, beziehen. Vater im Himmel, du siehst die Probleme in meinem Umfeld, meinen Beziehungen und in der Welt. Wo Schuld gegenseitig aufgerechnet wird und aus der Schuld das Recht zu weiterem Unrecht abgeleitet wird. Hilf mir zu vergeben und verbindend zu wirken in meinem Umfeld.
Hilf uns, hilf gerade uns in den Kirchen, verbindend und versöhnend wirksam zu sein, als ein Zeugnis dafür, dass Schuld nicht mit immer neuer Schuld beglichen werden kann und die Konflikte nicht auf den Schultern der Schwachen ausgetragen werden dürfen, sondern im Aufeinanderzugehen in gegenseitiger Wertschätzung und zum Guten für alle Beteiligten gelöst werden können und müssen. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus, dem Messias, und wegen seines Leidens und Sterbens am Kreuz für uns. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Bleiben Sie Gott befohlen.